Danke für die einleitenden Worte. Ich bin jetzt seit knapp 3 Jahren in Leipzig, fühle mich dort wohl, arbeite eng mit Wolfgang Köhler zusammen und eine der Schwerpunkte ist die Stammzelltransplantation bei Kindern und Erwachsenen. Und seit letztem Jahr haben wir auch im Rahmen der Bluebird Bio-Studie den ersten Patienten, den ersten Jungen mit Gentherapie versorgt. Ich glaube, auch von meiner Seite nochmal willkommen an alle. Ich glaube, in diesem Forum brauche ich nicht allzu viel über die Adrenoleukodystrophie zu sagen und zu erklären. Wie gesagt, es ist eine peroxisomale Stoffwechselerkrankung, bei der ein Transportprotein im Peroxisom defekt ist. Die Peroxisomen sind so ein Zellbestandteil, die eben mit Fettverbrennung auch zu tun haben. Und es kommt zu einer charakteristischen Ansammlung überlangkettiger Fettsäuren eigentlich in allen Körpergeweben. Die Erkrankung ist für eine Stoffwechselerkrankung relativ häufig mit rund 1 zu 20.000 bei Männern. Und die schwerste Form ist die zerebrale Verlaufsform, die praktisch nur bei Männern auftritt. Was heißt das letztlich im Prinzip, dass man einmal Entmarkungs-Demyelinisierungsherde in der weißen Substanz hat und diese müssen auch Kontrastmittel aufnehmen als Zeichen der Blut-Hirn-Schrankenstörung. Das ist eben auch Zeichen im MRT, dass dort aktive Entzündung ist. Und wenn dieses einmal angefangen hat, dann schreitet das in aller Regel rasch voran. Es kommt zu einem zunehmenden Verlust an Denkvermögen, an neurologischen Fähigkeiten und letztlich auch Tod. Das ist aus von Hugo Mosers Beobachtung etwas ältere Daten. Und Sie sehen hier, dass nach den alten Daten nur wenige Personen, die in der Kindheit erkrankt sind, älter als 20 Jahre werden. Sie müssen immer so ein bisschen noch mal drauf achten. CALD steht für zerebrale Adrenoleukodystrophie und CCALD für kindlich zerebrale. Wenn man jetzt also auf die Kinder schaut, und das ist jetzt noch mal eine etwas neuere Untersuchung mit etwas weniger Patienten, rund 30-35% aller betroffenen ALD-Patienten entwickeln im jungen Alter bis zum 10. Lebensjahr die zerebrale Verlaufsform, die kindlich-zerebrale Verlaufsform. Die Ursache für den Beginn ist nach wie vor nicht ganz geklärt. Es gibt ja, das haben Sie vielleicht gehört, diese Einzelbeispiele, dass ein Schädelhirntrauma, ein Unfall das auslösen kann, möglicherweise eine schwere Infektion. Wir haben hier in Leipzig vor einigen Jahren auch eine schwere Addison-Krise gesehen, nach der dann der zerebrale Verlauf begonnen hat. Und weshalb ich auch dieses Diagramm gezeigt hat, hier in Grau ist, in Schwarz ist das eigentliche Überleben. Das fällt zwar auch deutlich ab, aber hier sieht man nach 5 Jahren, nach 60 Monaten noch so rund 40% aller Patienten überleben. Aber in Grau dargestellt sind entscheidende neurologische Funktionen, im Englischen als Major Functional Disabilities bezeichnet. Das ist die Fähigkeit zum Beispiel noch laufen, beziehungsweise der Verlust davon heißt zum Beispiel eine Rollstuhlpflichtigkeit, bei der Ernährung angewiesen auf eine Sondenkost, eine kortikale Blindheit, die Unfähigkeit zu kommunizieren oder beispielsweise die komplette Inkontinenz für Stuhl und Urin, also wo entscheidende und wichtige neurologische Funktionen ausgefallen sind. Und das passiert sehr viel rascher und früher als der Tod. Und lässt sich insofern auch in Studien etwas besser dann als Endpunkt charakterisieren. Wenn man aus der gleichen Arbeit nochmal nimmt, da sehen Sie hier durch die Stammzelltransplantation, das ist seit
Der erste Bericht war 1984. Inzwischen sind sicherlich deutlich über 1000 Prozeduren bei Kindern durchgeführt worden. Und je früher, je besser. Links sehen Sie in Schwarz wieder das reine Überleben. Das ist ungefähr ähnlich für frühe oder spätere Erkrankungsformen, aber in Grau eben dieses Überleben ohne die entscheidenden neurologischen Ausfälle. Das lässt sich bei den späteren Formen auch durch die Transplantation kaum noch verhindern, währenddessen das Überleben ohne Ausfälle bei frühem Transplantation recht gut ist. Das Wirkprinzip bei der allogenen Stammzelltransplantation besteht ganz offensichtlich darin, dass die bestimmte Zellen im Hirn, die Mikroglia, die ganz entscheidend sind, die aber bei der ALD dazu neigen, wie die Wiener Arbeitsgruppe insbesondere gezeigt hat, dass sie weiter im Entzündungsmodus sind und nicht wieder sozusagen deeskalieren können und wieder die Umgebung in der Nähe von Nervenzellen beruhigen können, dass die also immer weiter aktiviert sind und es dort zu einer Entzündung kommt, die sich dann irgendwann selbst unterhält bei der ALD. Und eben in der Transplantation werden diese Zellen ersetzt durch neu einwandernde Makrophagen aus dem Knochenmark des Spenders. Es kommt zu einer Beruhigung, es kommt zum Stillstand der Erkrankung, auch zum Beenden der Kontrastmittelaufnahme, was wir im MRT sehen können. Aber das erfordert letztlich auch, dass das Ganze früh genug passiert und dass man früh genug auch die Patienten diagnostiziert. Es gibt etliche Probleme, die mit der allogenen Stammzelltransplantation verbunden sind. Wir müssen längere Zeit Substanzen geben, die das Immunsystem unterdrücken. Das kann Infektionen verursachen. Das hat aber auch direkte toxische Auswirkungen. Es kann zu Krampfanfällen kommen. Die Graft-versus-Host-Erkrankung ist praktisch die immunologische Reaktion des Spenders auf den Patienten. Und schwere Formen sind Gott sei Dank nicht ganz so häufig, aber das tritt doch relativ häufig auf. Und durch diese Probleme kommt es immer wieder auch zum Transplantatversagen. Und es ist letztlich auch eine nicht ganz unwesentliche Therapiesterblichkeit damit verbunden. Also die Tatsache, dass wir von einem Fremden transplantieren, dass das ein allogenes Präparat ist, ist ganz entscheidend dafür, dass wir doch erhebliche Transplantationsprobleme haben. Dies ist hier unten die Tabelle, eine Aufstellung verschiedener Transplantationsstudien. Und Sie sehen sozusagen so ein bisschen immer auch, dass Rot und Grün, Grün ist gut, Rot ist schlecht, zusammengehen. Und jede Strategie hat so ihren Preis. Also die unterste Studie aus Japan hatte zwar überhaupt keine Therapiesterblichkeit bei einer geringen Fallzahl, aber doch ein relativ hohes Transplantatversagen. In der Berliner Studie, wo es immerhin bei passenden Spendern zu keinem Transplantatversagen gekommen ist, gab es aber doch so eine 8-prozentige Therapiesterblichkeit. Das lässt sich eben so ganz nicht vermeiden in der allogenen Stammzelltransplantation. Und es liegt dann nahe, sich zu überlegen, kann man denn autologe Zellen, Patientenzellen in irgendeiner Form fit machen? Und das geht dadurch, dass man eben mit einer Genfähre, dafür nimmt man inzwischen lentivirale Vektoren, das Gen zuführt in die Stammzellen und dann hat man diese Zellen korrigiert, dann haben sie zusätzlich eben ein gesundes, normales, funktionierende Gen, in diesem Fall das ALD-Protein. Diese lentiviralen Vektoren sind vom AIDS-Virus abgeleitet, sind aber so gezähmt, dass sie nicht mehr infektiös sind. Und die neuere Generation an Vektoren hat auch einen selbst
Inaktivierungsmechanismus und im Gegensatz zu der ersten Generation sollen sie sich auch relativ breit und zufällig über das Genom integrieren, sodass eben Leukämieentstehung und Entstehung maligner Erkrankungen de facto ausgeschlossen ist. 2009 hatte die Pariser Arbeitsgruppe, die hier große Pionierarbeit geleistet hat, Frau Cartier und Patrick Aubour, erstmalig gezeigt an 2, 3 Patienten, dass das wirksam sein kann. Und dann hat die Firma Bluebird Bio dieses Prinzip weiterentwickelt. Die Kurzform für das Therapieprodukt heißt Elicel. Und das besteht praktisch aus patienteneigenen Stammzellen, die mit dem Lentivirus transfiziert sind. Und dieser trägt eben ein funktionsfähiges ARD-Protein. Das ist das Therapieschema von Bluebird Bio. Man muss also erstmal die Zellen sammeln. Das passiert wie bei auch einer normalen autologen Transplantation. Die Patienten werden vorbehandelt mit Stimulationsfaktoren, sodass mehr Stammzellen in der Blutbahn nachweisbar sind. Die können über eine Apheresemaschine, das ist so ähnlich wie eine Dialyse, auch eine große Zentrifuge abgesammelt werden und im Labor werden dann diese Zellen manipuliert. Der Lentivirus wird dazugefügt, wird integriert. Die Zellen werden erstmal eingefroren, damit sie nicht schlecht werden und sich halten. Es wird geprüft, dass diese Transfektion wirklich erfolgreich war, dass das Produkt sauber ist, dass man das auch sicher dem Patienten zurückgeben kann. Sobald klar ist, dass das geht, werden die Patienten konditioniert, kriegen eine chemotherapeutische Vorbehandlung. Die dient dazu, dass eigene, letztlich kranke Knochenmark, nicht voll funktionsfähige Knochenmark zu beseitigen, Platz zu schaffen in der Knochenmarknische und Platz zu schaffen eben für die veränderten, gentherapieveränderten Zellen. Es gibt 2 Studien von Bluebird Bio. Das eine ist das klassische Schema, Konditionierungsschema mit Busulfan, Cyclophosphamid und in der neueren Studie ALD-104 hat man ein moderneres Schema mit Flutarabin oder testet man ein moderneres Schema mit Flutarabin. Die aus diesen veränderten Zellen sollen dann Makrophagen und im Idealfall auch Mikroglia entstehen. Und soll das den Patienten schützen. Insgesamt sind es sogar 3 Studien, die von Bluebird Bio zu diesem Thema gesponsert worden sind. Im Wesentlichen sind es aber die ALD-102-Studie und die 104-Studie. Das sind jetzt, wie Sie sehen können, Daten von Anfang des Jahres. Insgesamt sind 45 Patienten tatsächlich behandelt worden, was doch schon eine große Zahl ist. Ich selber habe über 20 Jahre gebraucht, um so viele Patienten zu Stammzelltransplantieren in Berlin. 20 Patienten haben die 102er-Studie läuft noch, aber die Patientenaufnahme ist bei 32 beendet worden. Unser Patient war der letzte im April letzten Jahres und es sind jetzt 20 Patienten eingeschlossen. 9 sind noch in der weiteren Verlauf, inklusive dem Leipziger Patienten und 3 Patienten, auf die ich gleich nochmal näher eingehen werde, sind sozusagen aus der Studie herausgefallen. Mit dem neueren Therapieschema in der Studie ALD-104 sind 13 Patienten behandelt worden bisher. Da ist aber die Nachbeobachtungszeit sehr kurz. Insgesamt gilt, Kinder mit einer zerebralen Verlaufsform können behandelt werden. Der am LÖS-Score, der darf maximal 9 sein, das sind also frühe Patienten und auch der sogenannte neurologische Funktionsskala darf also maximal ein Defizit sein. Also das sind Patienten, die eigentlich
klinisch sehr unauffällig sind und wirklich eine frühe Verlaufsform haben. Und der entscheidende Therapieendpunkt ist, wie viele Patienten nach der Gentherapie 2 Jahre überleben, ohne entscheidende funktionelle Ausfälle zu haben. Es gibt noch andere Kriterien, aber auf die will ich nicht ganz einzeln eingehen. Hier ist sozusagen als Endpunkt für Sicherheit, das ist nun zu erwarten, dass es nach der Gentherapie, autologen Gentherapie, keine Graft-versus-Host-Erkrankung geben sollte, aber dass zum Beispiel auch die Neutrophilen, also die Leukozyten, die weißen Zellen, sicher wieder da sind, dass die Patienten nicht dauerhaft keine Zellen haben. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass es ein infektiöser Virus entsteht oder ein Krebsgeschehen entsteht. Ich will hier nicht auf die einzelnen Punkte ganz im Detail angehen. Das ist sozusagen nochmal die Studien im Vergleich. Das Alter liegt so im Bereich, wo man auch die Patienten üblicherweise transplantiert. Hier ist kombiniert eine ziemlich lange Nachbeobachtungszeit bis über 5 Jahre. Zahlreiche Patienten sind länger als 5 Jahre beobachtet. Sehr kurz, nur 6 Monate in der neueren Studie zu erwarten. Der LES-Score ist wirklich im Schnitt sehr niedrig. Das sind extrem frühe Patienten, die wir in Deutschland ohne Neugeborenen-Screening so nur selten sehen. Eigentlich nur dann sehen, wenn es betroffene Geschwister gibt, die dann mehr oder weniger zufällig sehr früh auch im MRT untersucht werden. Und im Grunde genommen haben die auch fast alle keine neurologischen Ausfälle gehabt. Ich kann hier immer schlecht auf meinem Bildschirm selber schlecht die rechte Zeile sehen. Die sind aber ungefähr, diese Zahlen, vergleichbar. Also im Schnitt hat jede Zelle mindestens eine Genkopie gehabt. Die sozusagen Infektionsrate durch den Virus, der Anteil der genkorrigierten Zellen ist nochmal in der nächsten Studie konnte nochmal verbessert werden, und auch der Stammzellgehalt stieg nochmal etwas an. Insgesamt haben alle Patienten einen Anstieg der Leukozyten gehabt, und auch das Ingangkommen der Blutplättchen erscheint in etwa vergleichbar. Es sieht so aus, als wenn es ein bisschen schwerer ist in der neueren Studie. Da ist auch bisher ein Patient, der aber eben auch noch sehr früh ist, hat noch nicht ein abschließendes Ingangkommen gezeigt. Da mag es möglicherweise Unterschiede zwischen diesen beiden Therapieschemata geben. Wenn man jetzt sich auf das Gesamtergebnis, insbesondere der auswertbaren ersten Studie, guckt, die ersten Ergebnisse hat ja Professor Eichler schon 2017 im New England Journal veröffentlicht, dann sind 20 von 23 Patienten, das entspricht 87%, da habe ich leider noch eine Zahl vergessen zu löschen, haben überlebt, und das ohne schwere Funktionseinbußen. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Und diese 20 Patienten, die dann in die Nachbeobachtungsstudie gerutscht sind, haben auch im weiteren Verlauf, wie gesagt, etliche von denen sind schon 5 Jahre in der Nachbeobachtung, keine dieser schweren neurologischen Ausfälle entwickelt. Die anderen 9 Patienten, die im Moment noch in der eigentlichen Studienphase sind, noch nicht 24 Monate erreicht haben, haben alle auch noch keine schweren neurologischen Ausfälle. Die 3 Patienten, die das Studienziel nicht erreicht haben, das Ende der Studie nicht erreicht haben, sind 2 Patienten, die sich im MRT so verschlechtert haben, die Demyelinisierung so zugenommen hat, ohne dass sie sich klinisch verschlechtert hatten zu dem Zeitpunkt, dass die jeweiligen Studienärzte entschieden haben, sie nehmen sie aus der Studie raus und sie werden transplantiert. Und ein Patient allerdings hat möglicherweise im Zusammenhang mit Virusreaktivierung, wie wir sie auch im Rahmen der Knochenmarktransplantation sehen, sich sehr früh verschlechtert, hat tatsächlich
erhebliche neurologische Ausfälle entwickelt und ist schließlich auch am Progress der Erkrankung leider verstorben. Was die Sicherheit angeht, kein Patient hat eine Graft-versus-Host-Reaktion entwickelt und es gibt bisher auch keine Hinweise für eine Krebsentstehung oder dass ein replikationsfähiger Virus nachgewiesen wurde, was sehr erfreulich ist. Das zeigt nochmal diesen neurologischen Funktionsscore, wo verschiedene Kategorien wie Hören, Kommunikation, Sehen, Essen, Fortbewegung und so weiter bewertet werden. Und man kann maximal 25 Punkte erreichen. Das ist eben dieser eine Patient, der sich rasch und deutlich und maximal verschlechtert hat, währenddessen die anderen eben alle sehr erfreulich bleiben. So wie stabiler neurologischer Funktionsscore in der Studie definiert war, sind 31 von 32 Patienten stabil geblieben und immerhin doch ein Großteil, 25 Patienten, fast 80%, zeigen bisher immer noch keine neurologischen Funktionsausfälle. Nicht nur schwere, sondern eben auch keine leichten. Und das ist nochmal der sogenannte LOS-Score, ein Bewertungsmaßstab, der die Veränderung in der weißen Substanz bewertet. Im Grunde genommen sind verschiedene anatomische Strukturen, wenn die betroffen sind oder nicht. Also die betroffenen Strukturen gibt es einen Punkt, maximal 34 Punkte sind möglich. Und wie man hier sieht, ist eben der Patient, der sich rasch und rapide verschlechtert hat, ist entsprechend auch erwartungsgemäß deutlich angestiegen mit und voranschreitenden Entmarkung der weißen Hirnsubstanz. Die anderen haben sich in den ersten 12 bis 24 Monaten, so wie wir das auch von der Transplantation her kennen, doch fast alle ein Stück weit verschlechtert und sind dann aber danach weitestgehend stabil geblieben. Und hier habe ich leider bei der Übersetzung ein Wort vergessen. 26 der 29 Patienten in der ALD-102-Studie, Nachfolgestudie, hatten einen stabilen LOS-Score bei der letzten Visite. Dadurch, dass die neurologischen Funktionsausfälle so gering sind und hier doch eine leichte Zunahme fast immer zu verzeichnen ist, gibt es keinen ganz klaren Zusammenhang zwischen dem LOS-Score und dem neurologischen Funktionswert bei diesen Patienten. Das zeigt nochmal das Problem oder das Kennzeichen, dass die zerebrale Verlaufsform eben durch Kontrastmittelaufnahme gekennzeichnet ist. Sie sehen deutlich hier vor der im sogenannten Screening, vor der Behandlung eine deutliche Kontrastmittelaufnahme und die sollte dann eigentlich bei erfolgreicher Therapie verschwinden. Das sieht man auch regelhaft bei der Stammzelltransplantation. Hier ist in dieser Studie jetzt sehr sorgfältig geschaut worden. Praktisch alle 6 Monate hatten die Patienten ein MRT. Und Sie sehen hier im Verlauf blau eben die Kontrastmittelaufnahme. Und man hat in dieser Studie letztlich nur gesagt, Kontrastmittelaufnahme oder keine. Und man hat eben auch sehr feine Kontrastmittelaufnahmen als positiv bewertet, sodass das so ein bisschen irritierend ist, dass einige Patienten eben auch noch teilweise 2 Jahre nach Transplantation, im Einzelfall sogar 5 Jahre nach Transplantation, eine in aller Regel dann sehr leichte und geringe Kontrastmittelaufnahme hatten. Was das letztlich bedeutet, wissen wir bis heute nicht. Keiner dieser Patienten hat eine deutliche neurologische Verschlechterung gezeigt, was erstmal gut ist. Aber das ist sicherlich etwas, was man sich auch in Zukunft noch mal näher angucken muss. Das DIA zeigt die Nebenwirkungen oder Englisch Adverse Events der Studie. Entschuldigung. Das sind Nebenwirkungen, wie wir sie eben auch bei Patienten, die eine Hochdosis-Chemotherapie, eine myeloablative Vorbehandlung bekommen,
Also wenn die weißen Zellen weg sind und eine Neutropenie besteht, dass dann Fieber ist, dass es eine Stomatitis oder Mukositis gibt, dass die Schleimhäute kaputt sind. Also das ist eigentlich alles erwartbar gewesen. Wenn man so eine Studie macht als Studienarzt, dann muss man immer angeben, meint man, dass die Nebenwirkungen, die man beobachtet, im Zusammenhang stehen mit dem Produkt, also dem Gentherapieprodukt. Und das ist natürlich in einem solchen Zusammenhang immer sehr schwierig bei einer sehr intensiven Vorbehandlung, das zu sagen. Die jeweiligen Studienärzte meinten, dass in einem Fall eine BK-Virus-Blasenentzündung und eine schwerwiegendere und zweimal deutliches Erbrechen im Zusammenhang mit dem Genprodukt standen. Das Positive ist, wie gesagt, man hat keine Graft-versus-Host-Reaktion gesehen, das war eigentlich zu erwarten. Man hat aber auch gesehen, dass alle Patienten eben mit den Granulozyten wieder in Gang gekommen sind, dass eben niemand nach so einer schweren Vorbehandlung eben ohne Zellen verblieben ist und dass eben auch von Virusseite in keinem Fall irgendwie infektiöses Virus nachweisbar war oder Hinweise für eine Krebsentstehung. Das ist hier nochmal so ein bisschen gezeigt. Es gibt einen Patienten, der einen Klon entwickelt hat mit gleichzeitig drei Integrierungsstellen im Erbgut. Und dieser Klon macht immerhin etwa 25% der Zellen im Blut aus. Dem Patienten geht es aber gut. Das Knochenmark ist mehrfach untersucht worden. Es gibt keine Veränderungen im Knochenmark, die für eine Krebs-Leukämie-Entstehung hinweisend wären. Und ein bisschen, also das muss natürlich beobachtet sein werden, aber es gibt eben keinen einzigen Patienten, der wirklich Hinweis für eine wirklich maligne Entstehung hat. Und man muss auch dazu sagen, das sagen wir den Patienten auch immer in der Stammzelltransplantation natürlich, dass die Medikamente, die man vorab gibt, selbst auch eine Krebsentstehung begünstigen können, sodass das auch dieses Phänomen immer ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten ist. Wenn man das also nochmal alles zusammenfasst, dann zeigen immerhin diese zwei bzw. drei Studien mit 45 Patienten, dass dieses Genprodukt die zerebrale Verlaufsform der ALD, in diesem Fall sind es eben nur Kinder, also eigentlich CC-ALD, stabilisieren kann, dass das weiterhin nicht nur von den ersten 17, sondern jetzt von 32 oder mit Einschränkung 45 Patienten ein sehr günstiges Sicherheitsprofil ergibt und dass möglicherweise tatsächlich diese Gentherapie eine echte Alternative zur allogenen Stammzelltransplantation sein kann, zumindest bei Patienten mit früher zerebraler Verlaufsform und eben auch gerade Patienten, die keinen gut passenden Spender haben. Ich bin auf die Ergebnisse schon eingegangen. 87% haben das Therapieziel erreicht und sind eigentlich in einem neurologisch guten Zustand. Die 9 weiteren, die noch auf der ersten Studie sind, denen geht es auch gut. Und wie gesagt, die Nachbeobachtung war eben teilweise bis zu 6 Jahren. Das Produkt wird relativ gut toleriert. Das Nebenwirkungsprofil ist ganz entscheidend eigentlich durch die Maßnahmen der Stammzellmobilisation bzw. Apherese und dann der Konditionierungstherapie beeinflusst, wie wir das eben bei der allogenen Stammzelltransplantation auch sehen. Und die entscheidenden Sicherheitsmerkmale sind alle erfüllt worden. Wenn man sich überlegt, wie es weitergeht, wir freuen uns, dass wir demnächst für die Nachfolgestudie hier in Leipzig auch initiiert werden. Und natürlich ist zu erwarten, dass dieses Genprodukt dann irgendwann auch seine Marktzulassung erhalten soll. Das ist hier das Einführungsdia von allen Studienteilnehmern. Wie gesagt, wir haben in Leipzig ja nur einen Patienten gehabt von den 32.
Und ich möchte in diesem Weg eben alle anderen Kollegen auch danken, die diese Studie erst ermöglicht haben und Bluebird Bio auch für die zur Verfügungstellung der Informationen. Und damit möchte ich Ihnen für die Aufmerksamkeit danken. Wiederhören. Ja, vielen Dank. Es ist immer ein bisschen schwierig mit Applaus bei dem Format. Aber das war ein sehr informativer und spannender Vortrag. Ich hätte einige Fragen, aber ich am besten machen wir es so. Wir machen direkt weiter und übergeben das Wort an Florian Eichler und würden die Fragen dann an den Schluss stellen, wenn das für Sie okay ist. Wunderbar. Ja, lieben Dank für die schöne Einführung und auch einen wunderbaren Vortrag von Herrn Kühl, der schon vieles über Gentherapie eingeführt hat. Ich heiße Florian Eichler, ich bin Neurologe in Boston, aber jetzt in Wien auf einer Gastprofessur auf der Zell- und Molekularbiologie und wer jetzt über die Gentherapie für AMN, für die Erwachsenenform von ALD ausführen. Ganz kurz hier meine, meine Disclosures. Also ich muss, ich arbeite hier in Boston in sehr einer dichten Landschaft, wo in, akademische Arbeit und Arbeit mit der Industrie stark zusammengeht, wo wir verschiedene zellwahlen Studien gesponsert von Bluebird Bio, von dem Sie gehört haben, und ich bin auch Gründer von Swan Bio Therapeutics. Gleich vorab, es gibt zwei verschiedene grundlegende Arten von Gentherapie und ich werde hier in den nächsten 15, 20 Minuten die ex vivo Gentherapie, von der Sie gehört haben, die hier auf der rechten Seite gezeigt wird, in Kontrast stellen zur in vivo Gentherapie, die hier auf der linken Seite gezeigt wird. Die ex vivo Gentherapie basiert auf einer zellulären Basis, wo hier mit einem Lentivirus das therapeutische Gen verabreicht wird an Zellen. Diese Zellen werden transfiziert und dann oft sind das Knochenmarkszellen, wie in dem Vortrag, den Sie gerade gehört haben, werden dann verabreicht und bringen dann das korrigierte Gen an die an das Organ, wo es notwendig ist. Im Gegensatz dazu, die In-Vivo-Gentherapie, die wird nicht durch Zellen mediert, sondern da wird das adeno-assoziierte Virus, das das Gen, das gesunde Gen trägt, direkt verabreicht und wird entweder injiziert in die Leber, wie es hier gezeigt wird, oder in die verschiedenen Stellen des Nervensystems, ob es jetzt das Gehirn ist oder in unserem Fall das Rückenmark oder Interdekal. Wie schon vorher erwähnt, es gibt verschiedene neurologische Auswirkungen der Adrenoleukodystrophie. Die zerebrale ALD ist das verheerendste, der verheerendste Phänotyp im Kindesalter, ist eine inflammatorische Erkrankung der weißen Hirnsubstanz mit Öffnung der Blut-Hirn-Schranke. Anders hingegen die Adrenomyeloneuropathie, das ist die Erwachsenenform von ALD, die ist viel häufiger, aber hat nicht so einen schnellen, raschen, progredienten Verlauf, ist aber auch degenerierend und progressiv und führt über Zeit zu Gehstörungen, Gleichgewichtsproblemen und auch Blasenproblemen. Und wie wir mehr und mehr erkennen, sind nicht nur Männer betroffen, sondern auch Frauen betroffen. Und für diese
Population versuchen wir, neue Therapieansätze zu finden. Für die Zervareform haben Sie schon gehört, gibt es die Ex vivo Gentherapie, wo die Zellen von den Buben selbst genommen werden, diese autologen Zellen, die dann außerhalb des Körpers transfiziert werden mit dem Virus, das das gesunde Gen trägt, und dann dieses Produkt dann an die Buben, an die Kinder zurück verabreicht wird. Und das scheint jetzt, wie Sie gehört haben, gut zu funktionieren. In dem schönen Vortrag von Herrn Kühl schließe ich mir hier einfach an, indem ich sage, das ist hier eine erste Studie einer Einzelgenkorrektur für Adrenoleukodystrophie, hat schöne Effektivität bislang gezeigt, mit einem guten Sicherheitsprofil, keine klonale Dominanz und auch kein Knochenmarksversagen oder andere Adverse Events gezeigt. Aber es gibt Limitationen. Die Verzögerung der Engraftment bedeutet, dass Kinder, die eine sehr rasche, progrediente Erkrankung haben, wie vielleicht bei dem einen Buben, der so früh verstorben ist, wirkt dieser Therapieansatz noch zu langsam. Es gibt Nebenwirkungen wegen der Knochenmarksablation. Und nach KMT wissen wir von der Gruppe in den Niederlanden, dass auch einige Patienten nachher AMN entwickeln können. Wir denken, dass eben für dieses AMN wir eine breitere Verabreichung für das gesamte Rückenmark brauchen. Jetzt stellt sich die Frage, gibt es andere Ansätze für AMN? Und ich will in den nächsten 10 Minuten einfach hier einen konzeptionellen Beweis hoffentlich führen. Also wir haben bislang noch keine Patienten behandelt, aber ich glaube, es ist es sind gute Studien, die hier zeigen, dass dieser Behandlungsversuch möglich wäre. Und wir haben also vor ein paar Jahren angefangen, mit adeno-assoziierten Virus zu arbeiten, um einen direkten Transduktion durchzuführen. Das adeno-assoziierte Virus sind kleine DNA-Viren, die sehr gut das Nervensystem erreichen und transfizieren und sehr robust dann das Transgen exprimieren. Das ist sehr schön gezeigt worden, schon 2016 von Brian Casper und Jerry Mandel, die in der spinalen muskulären Atrophie großen Erfolg gefeiert haben. Und das hat wirklich dieses Feld dramatisch verändert. Wieso interessiert uns das, was in der spinalen muskulären Atrophie passiert? Nun ja, sowohl Adrenomyeloneuropathie wie auch die spinale Muskelatrophie sind degenerative Erkrankungen des Rückenmarks. In dem einen Fall, in SMA, ist es das untere Motorneuron, das hier gezeigt wird, das hier vulnerabel ist. Andererseits in der Adrenomyeloneuropathie sind es die Strukturen, die gleich daneben sind, der Corticospinaltrakt, wie auch die Hinterstangbahn, die wir hier sehen. Und die Idee, dass eine Erkrankung, die einen Zelltyp gleich in der Nähe im Rückenmark hat, die so erfolgreich behandelt worden ist, hat uns eben inspiriert, das auch für AME, diesen Therapieansatz zu wählen. Also wir haben ABCD1, das Gen, das in ALD verändert ist, jetzt eine normale Version von ABCD1 in einen AAV9-Vektor gepackt mit einem Promoter Chicken Beta Actin und dann gezeigt in Zellkultur, dass dieser Vektor tatsächlich ABCD1 an Zellen vermittelt, und zwar genau in die Regionen der Zellen, wo ABCD1 sein sollte, nämlich den Peroxisomen. Sie sehen hier Katalase grün, ABCD1 rot. Ja, das ist an der richtigen Stelle lokalisiert.
Und wenn man das dann in Mäusen macht, wo ABCD1 fehlt und sie über langkettige Fettsäuren anreichern, dann sehen wir, dass diese über langkettigen Fettsäuren sich erniedrigen und man auch in breite Verabreichung erreicht durch das Gehirn und auch das Rückenmark. Also wir hatten hier einen konzeptionellen Beweis, dass ABCD1 das zentrale Nervensystem erreicht, nach interventrikulärer und intravenöser Verabreichung. Es geht ins richtige interzelluläre Kompartiment, das Peroxisom, und es ist auch funktionell. Das heißt, es führt zu einer Erniedrigung der überlangkettigen Fettsäuren. Nun ja, so weit, so gut, aber verändert es das Verhalten dieser Mäuse? Wie schauen diese Mäuse aus? Was haben sie für ein motorisches Verhalten? Ähnelt es dem Patienten? So leicht kann man das wahrscheinlich nicht sagen, aber man weiß zumindest, dass diese Mäuse so um 15 Monate herum anfangen, eine Art von Spastizität oder extremes Klammerverhalten der Hinterbeine zu zeigen. Und man kann das messen mit einem Scoring-System, das auch die Wiener Gruppe hier entwickelt hat und anwendet und sieht das immer wieder in diesem Alter. Wenn man jetzt die AAV9 ABCD1 interventrikulär verabreicht, das heißt in das Gehirn dieser Mäuse, in die Ventrikel hinein, so sieht man, dass wenn man das um 5 Monate herum tut, man hier in Grau dieses Klammerverhalten der Mäuse dramatisch bessern kann. Und was interessant war, dass selbst wenn man das spät macht, Mäuse gerade symptomatisch werden, so verändert sich dieses Klammerverhalten auch. Also wir wollten dann uns nicht mit der interventrikulären Verabreichung zufrieden geben, sondern versuchen noch fokussierter das Rückenmark anzugehen. Dazu haben wir dann einen intrathekalen osmotische Pumpe entwickelt. Und Sie sehen hier diese osmotische Pumpe hier unter der Haut einer Maus. Und die Verabreichung geht hier in die Lumbalregion L4, L5 und ermöglicht dadurch eine Optimierung der Therapie für das Rückenmark mit einer viel stärkeren gezielten Therapie und Reduktion des Lecks in die systemische Zirkulation. Der Grund dafür ist der, dass wir wissen, dass wir weniger AAV brauchen, wenn wir einfach in die intertekale Region gehen. Wir brauchen es nicht in der systemischen Zirkulation. Und es gibt auch Risiken einer systemischen Aussetzung für Leber und auch fürs Herz. Also wie gut funktioniert diese osmotische Pumpe? Und hier sehen Sie, dass nach intertekaler Verabreichung das grünfluoreszierende Protein schön exprimiert ist in cervikal, thorakal und Lumbalbereich. Und wenn man sieht auch die richtigen Zellen, Astrozyten und Endothelialzellen erreicht und in den Hinterstrang Ganglien sieht man schön die Neurone aufleuchten, so wie auf einem Tannenbaum leuchten diese schön mit dem grünfluoreszierenden Protein auf. Also man erreicht die richtigen Strukturen und man erreicht sie viel besser als mit einer Knochenmarkstransplantation in diesen Mäusen. Es ist ein schwieriger Vergleich, aber man kann, glaube ich, hier schön sehen, dass durch alle Regionen des Knochenmarks sehr starke Expression nach intertekaler Verabreichung passiert. Und ein Grund, weshalb wir das machen, ist, weil wir eben weniger von dem AAV9 ABCD1 verlieren wollen in den Blutkreislauf hinein. Und hier ein Vergleich mit Bolusinjektion und intravenöser Verabreichung. Und Sie sehen hier, dass wir nach der intertekalen Pumpeverabreichung schön das Rückenmark erreichen, aber und jetzt viel weniger im Herz exprimiert wird im Vergleich zu einer intravenösen Verabreichung zum Beispiel. Erreichen wir mit der Pumpe die richtigen Zellen im Rückenmark
Und die Antwort ist ja, wir finden eine schöne Proteinexpression hier in den Neuronen, wie auch in den Astrozyten und einigen Oligodendrozyten. Und ganz wichtig, hier wieder die Verringerung der überlangkettigen Fettsäuren im Rückenmark nach dem intrathekalen Verabreichung. So, jetzt zusammenfassend möchte ich nur sagen, dass wir bislang nur einen konzeptionellen Beweis erbracht haben. Das ist noch lange kein Therapieerfolg, aber wir können zeigen, dass wir mit einer osmotischen Pumpe intrathekal eine weit verbreitete Exsorption über das zentrale Nervensystem und die Interstammganglien erreichen, in einer dosisabhängigen Weise. Wir zeigen, dass es zu einem reduzierten Leck, das ist in die systemische Zirkulation in den Blutkreislauf im Vergleich zu dem intrathekalen Bolus kommt. Und wir erreichen die richtigen Zellen, die normalerweise ABCD1 exprimieren, nämlich Astrozyten, Endothelialzellen und auch Satellitenzellen und Neurone im DRG. Also, wie Sie schon vom Herrn Kühl gehört haben, dass klinisch für die Kinder die Ex-Vivo-Gentherapie Daten vorbringt, die zeigen, dass sichere und effiziente Genkorrektur für ALD möglich ist. Aber wir müssen jetzt das noch für AMN erreichen. Und ich glaube, dass spezifische Phänotypen, weil eben verschiedene Zelltypen und Teile des Nervensystems verschieden beeinträchtigt sind, man also verschiedene Ansätze braucht. Also Ex-Vivo-Therapie für die Kinder mit zerebralem ALD und In-Vivo-Gentherapie fürs Rückenmark in AMN. Und trotz einer transformativen Auswirkung der Gentherapie wird wahrscheinlich im Laufe der Zeit ein multimodaler Ansatz notwendig sein. Wir müssen auch viel an das Immunsystem denken, wenn wir hier vorgehen. Zugang und Geschwindigkeit der Gentherapieverarbeitung macht einen Unterschied. Und wir haben das jetzt mehrmals schon gezeigt, dass das Capsid AV9 allein die Expression des Transgens nicht vorhersagen kann. Also es sind noch frühe Tage für die Gentherapie für AMN, aber ich hoffe, dass mit den Erfolgen, die wir jetzt bei dem zerebralen ALD und den Kindern sehen, dass wir jetzt schnell voranschreiten können, um für die Erwachsenen auch Therapie zu verabreichen. Und ich meine Danksagung ist ganz ähnlich zu der, die der Herr Köhl vorgebracht hat. Und ich freue mich sehr, dass jetzt Kinder mit zerebralen ALD in Deutschland behandelt werden und freue mich auf die Zusammenarbeit zwischen amerikanischen und deutschen Wissenschaftlern. Und in dieser Zeit ist es sehr wichtig, trotz Coronavirus und politischen Unruhen, diese Zusammenarbeit zu suchen und zu pflegen. Gut, Dankeschön.